Ah, jetzt will ich mal sehen, wie es auf Splash Festival ist. Ich war ja vor 3 Jahren auf dem Splash und ich habe da wirklich die geilsten Cheese Macaroni, Baguette, Brot, alles gegessen. Das war so geil, Alter. Das war richtig geil. Streitgespräch, Freunde. Weiter. Katja, eine Frage. Du bist so süß. Ab jetzt bist du mein Buh. Was hältst du von anderen Substanzen? Boah, wie geil war der auf der Bühne und so? Wie heftig. Ey, Splash ist so ein geiles Festival, Digga. Ich war da vor 3 Jahren mit Janina gewesen. Das war so geil, Alter. Was geht ab, Leute? Du denn? Willkommen zu einem Video von ihr seht. Digga, ich würde mich ja mal freuen, wenn ich selber mal auftreten würde. Schreibt mal rein, ob ihr sehen wollt, ob ich auch selber mal auftrete, Freunde. Heute geht's darum, Freunde, wir wollen herausfinden, ob Künstler oder wie viel sie trinken. Geil. Wir haben, Freunde, einen Alkoholtest dabei. Das ist er nicht. Oder wir haben einen Alkoholtest dabei, Freunde, und werden wieder herausfinden, wie viel Rapper vor ihren Auftritten trinken, Freunde. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal rein. Was ist denn hier, Digga? Nette Damen und Herren, let's go. Babahose? Ja, was hast du für eine Babahose? Ja, chill, was hast du für eine Babahose, mein Edler? Ich habe mir die extra bestellt, Digga. Welche Größe? Alle, ich weiß nicht. Guck mal kurz lang. Wo sieht man? Oh, guck mal hier von hinten. Ja, fühle ich nicht so die Hose. Ist mir zu, diese olivgrün. So ein Anblick ist auch was ganz Tolles, Digga. Alles was ist dein Auftritt, Bruder? Bruder? Oder feiert ihr die Hose? Ich war schon drauf bei Pagel. Wir hatten, ach, du warst mit dabei? Wir hatten die Ehre, bei Pagel kurz die Bühne zu stürmen. Dann haben wir unseren gemeinsamen Song Nie gesehen performt. Ja, check, das hat weißt war du, was Baba. Das hier ist, mein Freund? Bruder, das sieht aus wie Alkoholtest. Ja, Bruder, willst du da mit? Ja, ey, kannst du. Echt? Boah, geil, Digga. Hast du schon was Intus? Erstmal vorne rein, Digga. Ey, das soll das Gerät jetzt entscheiden, Alter. Ja, Alter, ihr habt mich 12 Stunden Bruder, zu spät. Z. Ab dich! Ich kann nicht mehr! Geil, Alter. Getroffen, Digga, ich sag nur Luft holen und dann reinblasen. Genau, weiter. What I keep oh, my boah, baby! Boah, ich bin gespannt, Digga. Gucken wir mal. 0,0? Wirklich besoffen auf euch, oder was? Digga, gar nichts, oder? Ich hab aber einen sehr, sehr großen Mokka-Latte-Intus. Einen hohen Mokka-Latte-Intus. Checkt alle Mokka-Latte von Celo Abdi ab. Ich grüße meine so, Brüder, ne? Von Hotblatt, ja, Mann. Digga, du Werbevideo. Celo Abdi, ja. Ich hab sie gesehen und dann hab ich sie in den... Wer ist das denn? Digga, ist das echtes Eis oder was ist das? Natürlich ist das echtes Eis. Ja? Hast du heute schon was getrunken, mein Freund? Ein bisschen, aber nicht so viel. Chat, wer ist das? Machen? Ja, komm, mal rein. Vorne rein. Digga, hier ist das Mikro, ne? Sonst hört man ihn nicht. TikTok-Typ. Digga, geh richtig nah ran. So eine Sau, Junge. Okay, reicht. Ich hab noch nicht so viel getrunken, ne? 0,6. Ist das viel? Nee, das ist wenig. Ja, guck. 2 Mischen nur. Ey, sowas bräuchte ich eigentlich auch, Alter. Ist geil, so ein Alkohol. Würde ich auch mal gerne wissen, wenn ich mal Rille mache. Wo kann man sich sowas bestellen, Chat? Wie heißt das? Promille-Rechner? Ist das dann auch richtig? Promille-Messgerät. Promille-Tester. Was? 200 Euro, Digga, wie sehe ich denn aus? Aha, guck mal hier, digitaler polizeigenauer Alkoholtester. 200 Euro, Digga. Was zur Hölle, Digga, 200 Euro? Also ich hätte so maximal Fufi dafür ausgegeben, vielleicht das hier. Ja, mach mal einmal nochmal hier. Und dann meinte sie, du bist so süß, ab jetzt bist du mein Bu. Und ich nur so, nee. Ich bin nicht dein Bu, ich bin dein... Bad Bitch. Savage. Ich muss ein bisschen lieber sein. Letztes Mal, ich war auf so einem Event gewesen, Digga, ich durfte nicht mehr filmen, weil die mich rausgeworfen haben. Es war ganz schlimm, Digga, deswegen versuche ich heute... Aber, Bruder... Ja, Dirty Hub, das auch. Bist du 6'5 Ghouls? Genau, der. Zeig doch mal her, die Zähne. Ja, Digga. 0,0, Digga. Was hältst du zu... Geil. Wer ist das, Chat? Ich kenne die meisten gar nicht. Läuft. Alles gut. Mädels. Alles gut. Bruder. Ein Alkoholiktest. Du machst YouTube, ne? Ja. Ja, aber ich feier dich. Genau, weiter. Oh, das machst du aber auch schön, Digga. Aber tauscht ihr das aus oder blasen da alle gleich rein? Du bist momentan sogar der Führende. Ja? Der andere hat 0,61. Ja? Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich muss dir wirklich sagen. Bruder, es geht los. Wann soll ich dich nochmal fragen? Bruder, so in anderthalb Stunden. Okay, dann bin ich ja. Danke dir, Bruder. Ich hätte so Bock auf Festival. Bro. Ich hätte so Bock, Alter. Safe. Du hast am Samstag gestern... Das waren meine Gyms, ne? Ja, safe. Wie ist das, wenn man so lange auf einen Auftritt wartet, Digga? Bruder, man ist schon ein bisschen angespannt so. Aber, keine Ahnung, man hat doch seinen Spaß trotzdem, weißt du? Safe, alle meine Jungs sind hier, Bruder, das ist wie Klassenfahrt, weißt du? Wir chillen zusammen. Mann, es ist echt wundervoll, mal hinter die Kulissen zu schnuppern, Digga. Bears Boy, Digga, wie sieht's bei dir aus? Guck mal, ich hab eigentlich einen Alkoholtest. Cerro El Mero. Du hast gesagt, willst du nicht. Nee. Was hältst du denn? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab eh keinen Alkohol getrunken. Ja? Ja, ich... Und andere Substanzen sind die im Spiel, oder wie? Ist man da auch offen für, oder? Ich? Allgemein. Also ich glaube, Berlin ist auf jeden Fall sehr offen dafür, so. Aber ich glaube, andere Städte nicht so. Kommt halt drauf an, wo man ist, so, weißt du? Und der Bruder ist Berliner, deswegen wissen wir Bescheid. OMG! TikTok-Legende! Digga, wir sneaken uns jetzt einfach mal rein. Ja, was selbst da, ne? Hab's nicht auch. Ja.
Warum darf der da überall hin? Oh. Digga, ist schon lustig. Wenn man am Eingang nicht reinkommt, geht mal über einen anderen rein. Digga, Mainstage, guck mal. Boah, was da los ist, ne? Wahnsinn. Heute ist ein guter Tag. Guck mal, wir fragen die Künstler, was die vor ihrem Auftritt getrunken haben. Heute ist ein guter Tag. Ja, sie macht, was sie sagt. Es wird zur Routine und Lara, es wird schlecht. Sarah und Tamara sind immer startklar. Digga, ich glaube immer, die lügen. Die schwindeln mich ein bisschen an. Oh jo, mach mal an. Boah, ich finde das so ekelhaft, ne, wenn Leute mit den... Sorry, ich finde das so ekelhaft, wenn Leute mit den Zähnen ihre Flasche aufmachen, Digga. Das tut mir immer selber in den Zähnen weh. Alter. Boah. Und dann trinken wir noch ein Wodka Bull. Ja? Weil müde ist. Boah, klebt doch alles safe. Wollen wir das mal überprüfen, wie viel dabei rumkommt bei euch? Ja, ich Alkohol, ich hab nicht so viel getrunken. Geh rein. Viel? Ich hab sehr wenig getrunken. Das sah gerade ganz anders aus. Ja, das Ding ist, ich hab so eine Sekunde vorm Auftritt noch geschlafen. 1,4, das liegt aber daran, Digga. 1,42, weil du gerade Bier über dich und deinen ganzen Körper. Bruder, ich hab gerade Bier getrunken. Vor einer halben Stunde bin ich auf 3,0, Bruder. Ja. Nüchtern, glaube ich. Nüchtern? Ja, mit Adrenalin und so, du weißt doch, Digga. Diese Punkte, alles weg. Ich sag so 0,5 oder so. Ja. Ich hab da vor der Show 2 Bier, dann das war's. Dann auf der, keine Ahnung, auf der Bühne so ein bisschen. Du hast alles wieder rausgeschwitzt. Wir gucken gleich, es dauert hier noch ein paar Sekunden. Was hältst du von anderen Substanzen? Digga, warte. Ja, Bro, also so, alles im Maßen ist gut. Cool Haare, aber so Bob Marley-Style. Jeder muss für sich gucken und alles im Maßen nicht übertreiben. Wir warten gespannt aufs Ergebnis. 0, das stimmt. 0,3. Oder? Tschüssi. Nein, ist okay, Bruder. Weiter so. Hey, Bro, was geht ab? Ich mach mir kurz noch eine Zigarette hier an. Ich schreibe auch ein bisschen lauter. Aber wer ist das denn alles, Chat? Ich kenne 90% vom Video, kenne ich nicht. Wir sind ja zusammen hier, Bruder. Allgemein Drogenkonsum, wie sieht's bei dir sonst so aus? Bro, ey, ich habe jetzt 2,5 Wochen überhaupt nicht gesoffen auch so, weil ich echt viel gesoffen habe. Ich habe auch tatsächlich sehr viel geballert und so, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber das Geile ist, Bro, ich habe komplett geschafft, dieses Ballern komplett sein zu lassen. Wenn du es sehr lange machst, so, dann zeigt so von dir die schlechtesten Seiten und so. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass es so ist und ich habe es komplett geschafft, es sein zu lassen und habe auch wirklich eine Zeit lang geschafft, komplett gar kein Alkohol zu trinken. Natürlich jetzt Bleistecker, ich trinke mir einen rein. Einmal deinen Song kurz, Fuck Love, Digga. Fuck Love. Das sieben, warte. 0,85, Bruder. Okay, Bro, ich sag dir, ich kann dir auch noch klar reden. Ich hab schon gekotzt, ich hab gestern schon gesagt, nur 4 Stunden gepennt, Digga. Deswegen gegessen, Digga, ich hab gekotzt, ich dachte mir, hab ich überhaupt gekaut? Die Nudeln kamen auf jeden Fall im Ganzen raus, so. Was soll ich sagen? Ja, klar. Da ist sie, Katja. Katja. Oh, Security macht Faxen. Das war's auch schon wieder. Katja, eine Frage. Ganz kurz bitte. Ja. Wie ist es bei dir? Apropos chillen, Digga. Schade. Die Jungs, ob die Alkohol getrunken haben? Ich hab auch nichts geraucht, gar nichts. Ich bin komplett clean. Katja ist jetzt Star geworden. Die lässt keinen mehr ran, Leute. Ganz vorsichtig. Normalerweise würde ich jetzt testen, Digga, aber du sagst, du willst dich ein bisschen runterkommen, ein bisschen ausruhen. Von dem Film, ja. Wie stehst du allgemein zu anderen vor dem Auftritt? Ich sehe ja, viele Jungs sind hier ein bisschen am Start. Da bewegt sich auch mal der Kiefer ganz komisch. Sie sollen sich das reindrücken, wenn die sich. Komm, Chat, ab wie viel Promille darf man denn kein Alkohol mehr fahren? Digga. Ab wie viel Promille darf man denn kein Auto mehr fahren? 0,5, oder? Oder was war das? 0,3? So, keine Ahnung. Aber so als Vorbildfunktion ist halt scheiße. Deshalb am besten halt vor der Cam gar nichts machen. Warum denkst du, machen die das? Vorm Auftritt, keine Ahnung, nach dem Auftritt einfach runterzukommen. Kopf abschalten. 0,5? Viel Trubel, dann gibt's hier, einer gönnt nicht, einer das. Und dann musst du noch hustlen nebenbei. Du musst auch irgendwie mal komplett Kopf abschalten. Das geht halt meistens nur durch Substanzen. Du kannst auch meditieren oder sonst irgendwas versuchen. Nur jedem selbst überlassen. Wir müssen noch mal eine zweite Runde von ihm mitnehmen, Freunde. Der Typ, der kommt. Der ist wirklich jetzt 1,4. 1,4. Um wie viel Uhr? Gar nicht auffällig da hinten. Digga, wir haben 16 Uhr. Sieht wow, keiner. Wir schon viel, Digga. Naja. Deswegen mal auch. Ich hätte auch so Bock auf Splash, Digga. Ich hab vor, ich geh hin. Dann von 16 Mal sag, ey, yo, ich bin hier bei TV Straßen. Ui! Ich will die ein bisschen. Normalerweise das Video heißt so, wie viel trinken Rapper? Bei dir hätte ich jetzt einfach gefragt, Digga. Sind das alles Rapper, Digga? Warum kennt man die denn nicht? Ich esse sehr viel auf jeden Fall, wie man sieht. Mir geht's gut. Du sollst mal Haare zeigen. Bruder, voll. Du weißt doch Bescheid. Also ich glaube, du sollst auch ein bisschen mehr essen. Aber ich sag ehrlich, Bruder, du bist Playboy, Bruder. Bei dir steht das. Ich schwöre, Leute, wir sind alle Menschen. Wir leben unser Leben. Wir sind auf Chilling. Steht dazu, Alter. Ich finde das so voll toll, Digga. Wenn man ich kenne die alle nicht. Ist halt ein bisschen über sich lachen kann. Ich habe Segelohren. Ich habe eine große Nase, Digga. Ist immer noch ein bisschen groß. Quatsch, Bruder. Du bist ein harter Typ. Ich bin dieses Jahr auf Tour. Kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr mich sehen wollt, live und ja, Mann. Leute, wir müssen nochmal auf jeden Fall abchecken, wie viel so die anderen Leute hier so vertragen. Oder so was die so geil, allgemein ballern. Wie es da aussieht. Wissen Sie? Lol, ist Splash wieder
Wo ist denn Splash? Ist das da? Wo ist Splash? Ist das da, wo es immer ist? Weil ich war ja vor 3 Jahren auch da. Geil, ey. Komm, wie geil das ist, Mann. Chemnitz. Guck mal, die Bühne hier. Alter, ich war da auch gewesen vor ein paar Jahren. Das war genau hier. 100%. Es war genau hier. Ich war hier. Da hat Shindy seinen neuen Song geperformt damals. Ich bin Klaus. Klaus? Ja. Ich wollte mal ein bisschen fragen, was die Jugend hier ballert, um richtig auf dem Festival hier mal so abzugehen. Was die Jugend so ballert? Was meinst du damit? Die trinken, ob die spliffen oder ob die so eine coole Tröte haben. Klaus, der Klaus ist auch dabei. Was ist das denn? Das ist ein ganz normaler Vaporizer. Sind da auch Drogen drin? Oder was machen sie hier? Ich mache hier das Baggerlicht. Ach so. Das Baggerlicht. Baggern sie auch mit dem Baggerfahrer. Ich habe einen Baggerpass sogar. Kann man damit Frauen klären, mit dem Baggerpass? Ich hab's noch nicht probiert. Sonst ballern tun sonst nichts außer Vaporizer. Nee. Oder wir wollen eigentlich herausfinden, was die Leute hier so poppen und ballern. Wie? Das heißt... Gerhard. Ich bin Gerhard. 2,41. Boah, das wäre schon wild, ne? Haut das hin, Digga? Und was poppt ihr sonst so hier? Hier reinpusten. Nee, hier ist ein Alkoholtester. Ist das ein Mikro? Boah, ist die besoffen, Alter. Ich sehe das sofort. Die ist so sturzstralle. Okay. Man sieht das sofort. Das nicht so merkst viel. Du sofort. Na, das ist, glaube ich, ein bisschen anders rüber. Was ist denn los? Nicht nur Alkohol, wie kann es sein? Doch, nur Alkohol. Warum? Du bist so nah an mir dran. 1,09. 1,09. Bruder, du bist der Tänzer des Jahres. Boah, was ist das denn, Bruder? Digga, ist einfach Nelson transformiert, Alter. Was ist das denn? Was ist das denn für Haare? Ist das eine Perücke? Wo ist Jane, Digga? Ja, im Dschungel, denke ich mal, oder? Prime Nelson. Das ist einfach Prime Nelson, Leute. Weiß mal ein bisschen, was spliffst. Ja, ja. Sind da auch andere Sachen im Spiel mal manchmal? Auch TikToker, als ob. Alles, was geht, Digga. Also, ja, guck, man geht ein bisschen ab, man bleibt ein bisschen länger wach, Digga. Wie viel trinkt man denn hier so auf ins Blech? Boah, sehr. Ey, vor 3 Jahren war das auch schon krass. Als ich da war, wirklich, da kamen so viele Leute auf mich zu, das habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, jetzt wäre das nochmal was anderes. Aber es hat Bock gemacht, Digga, und allen so Rille und so, es war geil. 1,7. Ja, okay. Glückwunsch, Digga, hast du gut gemacht, mein Freund. Danke, du meinst das hier? Nee, was ist da passiert, Digga? Hab ich gut gemacht, oder? Ja. Was hat er gemacht? Vorderrad blockiert, geflogen. Eine Mischung aus Adler und Elefant habe ich gemacht. Ja, und jetzt Chicken Wing, ne? Ja, jetzt bin ich... Nelson, zweite Entwicklung. Wie sieht das aus? Wir wollten eigentlich die Artists immer fragen, ob sie Alkohol vor ihrem... Die ganzen TikToker wurden alle eingeladen, safe. Ich war früher ein ganz Schlimmer. Yeah. Ich habe auch schon Sachen erlebt, so auf die Bühne und dann so gelallt. Aber ey, ich habe sportliche Texte, die ich machen muss. Jetzt maximal... Kommst du dahin, das ist am anderen Seite von Deutschland. Ich war ja vor 3 Jahren, bin ich mit Janina und ihrem Twingo da hingefahren. Wir hatten ein VIP-Zelt gehabt und dann haben wir da gezeltet und dann waren wir auf Splash gewesen. Weil ich war nicht da, wo alle waren, weil das war mir zu viel. Da waren so Zelt auf Zelt auf Zelt auf Zelt und habe ich gar nicht gefühlt, Digga. Also es war zu viel. Ein Desperados vor der Bühne so und dann gib ihm so viel, bisschen locker und danach wird Party gemacht. Ey, sogar gleiche Location, Alter. Maximal Sportzigaretten, aber ich mach gerade ehrlich gesagt eine Pause. Ich bin richtig stolz auf mich, erste Mal seit immer. Ich hab so Bock, Alter. So. Ich versuche mich gerade sauber zu halten, gut zu essen und dann direkt, ja, zu viel Sport dann, ne, ist der andere Ausgriff. Nicht zu viel von den Substanzen, auf keinen Fall. Also ich hab so Bock auf Feiern wieder. Ohne seid ihr fitter, ohne habt ihr mehr drauf, kriegt ihr mehr hin, auch wenn ihr es am Anfang nicht glaubt, ihr müsst nur probieren. Ja, Finny war Hauptbühne, wo ich war. Jetzt gibt's hier ein Streitgespräch, Freunde. Mhm. Freunde, ich muss euch ja sagen, ich hab's gesehen, ich war ein bisschen in der Ehre verletzt. Vielleicht wiederholen wir nochmal, was wir gerade gesagt haben. Freunde, ich hab mich sehr, sehr, sehr angegriffen gefühlt nach dem ersten Urlaub. Nach dem ersten Interview, da ich tatsächlich seinen Content leider nicht kannte, Digga. Und ich wusste nicht, dass der Bre zu allen ein bisschen, ich sag mal, frech ist und was rausholen will. Deswegen war ich ein bisschen sehr, sehr sauer, Digga. Aber now... Ja, Digga, wir sind gut. Komm, gib mal Hand, Digga. Damit ist das geklärt, so. Ich muss aber auch aufpassen. Ich muss auch mal selbst reflektieren. Ich bin mal ein bisschen drüber. Kommen aber jetzt zum Hauptthema. Ja, 3 oder 4 Millionen Spotify-Hörer, ne? Das ist krank, Alter. Zwar wollten wir eigentlich herausfinden, Digga, wie viel die... Feiert ihr den? Chat 1, ja, 2, nein. Drinne haben. Musik. Yes, glaube ich, hab noch nicht viel drinne, aber we testen it. Geile Uhr auf jeden Fall. 0,7. Ich haut hin, Digga, oder? Gefühlt setze ich mich noch ans Auto, Alter. Sind da manchmal andere Sachen im Spiel? Früher ja, jetzt seit 1,5 Jahren clean von Tabletten und jetzt seit 1,5 Monaten clean auch von Opiaten, also...
In dem pinken Zeug, mit dem man mich noch auf dem Boxkampf gesehen hat. It's over with that, man. Clean wave, bruh. Do not take drugs. Do not take drugs, kids. Und wo fickt es einer meisten, wenn man Opiate jetzt nimmt? Überall. Ihr denkt, das High ist cool, aber alles andere ist scheiße. Alle Menschen um euch rum sehen euch als Zombie an. Wenn ihr morgens aufsteht, seid ihr am Kotzen. Keine Droge der Welt lohnt sich für den Entzug der Droge. Glaubt mir. Just don't take drugs. Ich könnte auch schon fast sagen, das ist Ende des Videos. Nochmal eine kleine frohe Botschaft, dass man sich hier noch vertragen hat. Ich finde es ja so Rille, Alter. Digga.